Wie Cosa Nostra, ich bin einfach Sizilianer. Aus der Nordrichtstadt und bei Boss hab ich mein Lager. Ihr kennt ja diese ganzen Amis früher bei MTV oder bei Viva, die damals mal die Tür aufgemacht haben und ihre Villen gezeigt haben, ihren Fuhrpark, wie auch immer. Das ist der Sportless-Fuhrpark, das ist die Temple Fight School. Jetzt zeige ich euch mal mein zweites Zuhause. Fabrizio, wie lange bist du schon hier? Ich bin hier seit 2,5 Jahren und auch aus Zufall hierher gekommen. Also ich bin gar nicht hier geplant, aufgetaucht und gesagt, hier bin ich und jetzt geht's los, sondern ich wurde zum Sparring eingeladen von Enrico. Eingeladen, zwei, dreimal gehauen, nächste Woche wiedergekommen, wieder mal ein bisschen gehauen. Und so kam es eigentlich. Und ja, da bin ich geblieben. Wir haben auch gleich einen Nebenraum, das ist dann hauptsächlich mein Boxraum, also für meine Kurse, für das Personal Training und explizit halt nur fürs Boxen. Und ja, gehen wir gleich rüber. Wie lange boxst du schon? Circa 16 Jahre. Ich boxe circa 16 Jahre. Und hast als Amateur angefangen? Ja, klar, ganz normal. Erstmal, also ich sag mal, als Hobby. Also du willst ja irgendwo einen Ausgleich finden, der eine geht Fußball spielen, der eine geht, keine Ahnung, die eine geht ein bisschen tanzen oder die Mutter schickt mich mal tanzen. Und ich dachte, okay, komm, ich probiere mal das Boxen. Ich sehe gerade, du hast deine eigene Kollektion, kann das sein? Ja, ich habe, also ich bin ein Freund von Eigenvermarktung, sage ich jetzt mal. Jeder zweite Dönerladen würde sich freuen, würde ich, keine Ahnung, bei einer Riesenveranstaltung im Live-Fernsehen sein Dönerladen-Logo anziehen. Aber im Endeffekt, diese 50 Euro bringt keinem Sportler was und im Endeffekt, du verkaufst deinen Namen für was, für nichts. Seitdem vermarkte ich eigentlich nur meine Sachen und ich habe auch sehr viele, die dann sagen, ey, hör mal, ich hätte gerne mal, einfach weil das motiviert oder weil du motivierst, ich als Trainer oder wie auch immer als Personal Trainer, schnappen die sich dann auch mal gerne mal in meinem Online-Shop einfach ein Oberteil von mir oder eine Jacke oder, ja. Und ich sehe Italienfarben immer dabei, Sizilianer. Siciliano, ich bin aus Sizilien, Rocky alias Lano, einfach mal, weil ich gerne mal haue. Kam eigentlich auch einfach so, dieser Name kam so über die Jahre einfach, weil ich gerne mal Schlachten abgeliefert habe. Okay. Und jeder Zweite hat gesagt, oh, du kennst wie Rocky, weil ich auch manchmal auch Visier auf und Hauptsache treffen. Aber wie gesagt, Kämpfe machen oder Styles machen Kämpfe. Und es motiviert mich auch dann, wenn ein Italiener mal zu mir kommt und sagt, ey, du bist ja Italiener, auch wenn ich manchmal nicht so aussehe wie jetzt gerade. Aber ja, wie gesagt, das Heimat hat man immer im Herzen. Und ich, die Ortschaft selbst, ja, wo man hin ist. Glaubst du, du hast deswegen auch einen anderen Kampfwillen, einen anderen Kampfgeist? Es kann sein, ja. Ich glaube schon. Weil was mich halt ausmacht, ich bin bissig, ja. Ich weiß nicht, jeder, der die Kämpfe von mir kennt, der weiß, ich hau mich, mir ist scheißegal, wer vor mir steht. Und ja, das ist, ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber Ego kannst du halt nicht kaufen, sage ich jetzt mal. Oder kannst du dir nicht aneignen, du musst halt irgendwie ein bisschen Feuer in dir haben. Und ich denke, sizilianisches Blut ist schon, da bin ich schon ganz wichtig, ja. Ich schreib die Verse, weil ich muss. Was sie denken, ist mir bewusst. Ich geb einen Fick und geh den Weg hier bis zum Schluss. Wie geht's dir? Was geht bei dir? Okay. Ich habe jetzt vor 3 Wochen das erste Autokino-Konzert gehabt. Und? Man muss sich echt dran gewöhnen erstmal. Ah ja, keine Leute direkt vor dir. Nicht Tupo. Ja, warte, ich habe auch gesagt, Leute, kommt mal raus, steigt aus, macht mal die Anlagen laut bei euch im Auto. Aber ich muss euch irgendwie sehen, damit ich so drauf komme. Und auf einmal siehst du um und allein, Mann, bitte nicht aussteigen. Ist so, okay, steck wieder ein. Danach sage ich kurz, ey, okay, macht mal Lärm, ich will euch hören, hup mal oder so. Bitte nicht tun. Warum habt ihr diese Veranstaltung gemacht? Sorry. Aber es war auf jeden Fall eine geile Erfahrung, sage ich mal. Und in der Not, sage ich mal, immer noch besser so, als gar nicht aufzutreten. Und hier, Kampfsport so? Wie lange habt ihr schon nicht mehr zusammen trainiert? Boah, lange jetzt. Lange, ja. Sehr, sehr. Wie gesagt, ich habe meinen eigenen Anlaufbeat gemacht damals. Wie gesagt, ich feiere den auch schon lange. So kam wir auch sozusagen, sage ich mal, in Kontakt, einfach wegen dem Kampfsport, wegen einem passenden Lied auch, wo ich gesagt habe, dass ich den für den Titelkampf nehme. Und so kam es, ja. Der Tag war aber auch echt super gewesen. Also ich komme da an, ich muss Gänsehaut, wenn ich ein bisschen drüber nachdenke. Ich komme da an, ich denke, ich bin in Sizilien einfach. Echt? Jeder war Sizilianer, die ganze Halle waren einfach alle Sizilianer. Also nicht mal Italiener, es waren einfach alle Sizilianer. Ja. Wo sind wir hier in Mainz, Alter? Ist eine kleine Ecke, die zu Sizilien noch gehört oder was? Also das war sehr, sehr... Ja, die Stimmung war schon heftig, ja, auf jeden Fall. Welches Lied war das? Allora featuring Rolf Camora war das auf meinem letzten Album, so machen wir das hier. Ich habe halt meinen Part gemacht und im Refrain sage ich eine Stelle, wie Cosa Nostra, ich bin einfach Sizilianer. Und in dem Moment, die ganze Halle so, okay, was geht jetzt hier ab, Alter? Sind das alle Sizilianer oder was? Kann doch nicht sein. Aber echt geil. Wie Cosa Nostra, ich bin einfach Sizilianer.
Darmstadt und bei Boss habe ich mein Lager. Wir sind jetzt hier in Darmstadt Mitte, ein geehrter Fischladen von mir. Ich gehe gerne mal Fisch essen bei einem Freund, der Besitzer ist ein Freund von mir. Und ja, hier stimmt Preis-Leistung, hier stimmt der Geschmack. Auf meine Empfehlung gehen wir jetzt mal essen. Also was genau für so einen Fischliebhaber wie den Jays? Ich habe vorhin schon was gesehen, Alter. Den Kinderteller? Aber hol jetzt keine Fischstäbchen. Da ist er, der Backfisch. Schön Kartoffeln, Salat und der Backfisch. Mehr wollen wir nicht. Aber Fisch ist immer gut, ne? Ja. Für Sportler. Ja. Wenn du als Fighter zum Beispiel, ich muss immer Gewicht machen. Seit 10 Jahren mache ich immer punktuell, keine Ahnung, an dem und dem Tag muss ich so und so viel Kilo wiegen. Das ist dann, keine Ahnung, weiß was ich, 8 Kilo habe ich dann gemacht oder irgendwas. Da sündigst du einfach viel zu gerne, du schätzt so Dinge, weißt du, wie ich essen kann manchmal? Echt? Auch bei dieser Zunahmephase trinkst du einfach Zucker und so? Ja, also wenn ich keine Kampfphase mehr habe, nicht mehr in der Vorbereitung bin, und dann haue ich mir rein, was ich will. Einfach ja, nur, weil Kampfphase, ich dann... Eiweiß. Nein, zur Kampfphase einfach sauberes Essen. Ich habe spezielle dann Ernährungsumstellungen und dann ist sauberes Essen, kein Zucker. Ich sehe auch dann richtig getrocknet aus, 8 Kilo weniger zum Beispiel oder 7 Kilo oder 6 Kilo, kommt immer darauf an. Du musst auch irgendwo wissen, was du machst, weil du kannst so schnell dir wieder was antrinken, selbst wenn es nur Wasser ist, weil du einfach, du musst dir vorstellen, du bist ja ein Schwamm und du hast ja bis zu dem bis zur Pressewaage, bis zur Kampfwaage, sag ich jetzt mal, hast du den Schwamm ausgedrückt, trinkst du das nach, füllt er sich wieder. Das heißt, du hast einfach zugenommen, obwohl du eigentlich nicht mal richtig gegessen hast. Weißt du? Und wie ist es dann, wenn du auf einmal ein paar Kilo zu viel hast? Dann kannst du nicht mehr antreten mit dem, oder was? Nein, also es ist auch nie passiert bis jetzt. Krass. Aber wenn es so wäre, dann könnt ihr nicht mehr kämpfen. Oder echt, Vertragsstrafe sogar. Ja, richtiges Geschäft. Zum Glück rapp ich, Alter. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich esse alles. Also alles im Sinne von, ich gehe gerne zum Türken, ich esse gerne afrikanisch. Komischerweise esse ich auch gerne italienisch, obwohl ich es jeden Tag vor der Nase habe. Yeah. Und ich esse einfach gerne, glaube ich. Mhm. Deswegen spiele ich auch Fußball. Sonst würde ich vielleicht jetzt nicht mehr hier reinpassen. Welches Team ist so deins, was, wenn wir jetzt mal über Fußball reden? Also ich habe 2, in Deutschland Eintracht und in Italien Juventus. Okay, wie sieht's bei dir aus? Ich habe keine von beiden, ich habe nur meine Handschuhe. Und Mbappé Angola tot. Scheiße auf alles. Ein Italiener, der keinen Fußball mag, ist auch interessant. Ja. Ich sag mal so, es hängt auch wirklich von dem Sport ab. Weil nichts gegen Fußball, aber ich sehe den Fußball als kein Sport. Weil einfach viele, da trennen sich jetzt die Wege, sag ich jetzt mal, aber viele, das ist ein Spiel. Die spielen einfach und kriegen Millionen. Und im Endeffekt, dann sehe ich mich oder meine Jungs oder meine Szene, sage ich mal, wir hauen uns die Zähne aus, die Nasen brechen für Kleingeld im Gegensatz zu denen. Okay, dann musst du aber differenzieren. Zu sagen, Fußball ist kein Sport, sehr weit aus dem Fenster. Klar, natürlich, aber da ist der Spaßfaktor, sage ich jetzt mal, weißt du, das ist noch so ein Spiel. Aber guck mal, ich spiele ja nicht mal im Profiverein, ja, und ich muss echt manchmal an meine Grenzen gehen, was die Ausdauer betrifft, was den Zweikampf betrifft, und wir reden ja echt von einer Kackerliga, sage ich mal, ja. Also, in der Profiliga ist es nicht einfach, Digga. Das ist wie Kampfsport, sag ich mal. Ich habe auch mal Fußball gespielt, weißt du? Ich verstehe. Und die Verletzungsrate beim Fußball ist sogar die höchste, die es gibt. In ja, warte mal, die ganzen Fußballer bei jedem Ding, die machen 6 Schwalben, alle 3, die schreien. Ich denke so, was passiert? Ich habe einmal, ich habe einen Freund, der spielt, wo spielt der? Irgendwas mit Bundesliga, ich glaube, zweite Bundesliga, ist scheißegal, auf jeden Fall irgendwo spielt er dann. Der hat gesagt, hör mal zu, die sind so abgewichst, sorry für die Worte jetzt, die sagen manchmal selbst beim Freistoß irgendwas, die nennen dich irgendwo und so, du dies, du das, damit du einfach irgendeinen dummen Fehler machst, den wegschubst oder irgendwas, dass es eine gelbe oder rote Karte gibt. Einfach nur, damit sie das Spiel stört. Sorry, ja. Sag weiter. Und spätestens da denke ich mir, okay, Fußball hin oder her, aber das sind auch so Prinzipien, wo ich sage, das gibt es auch im Boxen. Weißt du, weil ich mache dann mit meinem Fehlverhalten dein Konzept kaputt. Einfach, weißt du, ich versuche einfach, keine Ahnung, du führst gut zum Beispiel, du hast eine lange Führungszeit, ich komme nicht richtig rein, das heißt, ich klammer dreckig und guck, dass ich mal im Infight bleibe, dich mal wegschubst, einfach versuche, dein Konzept kaputt zu machen durch mein Fehlverhalten, und das ist, denke ich, ja dasselbe im Fußball. Ja. Aber es ist ja in allen Battles so, natürlich versuchst du den Gegner immer aus dem Konzept zu bringen, frag mal Battle Rap. Ja. Was so Psychospielchen. Deswegen, ich habe auch in der Jugend auch mich für Battle Rap interessiert, also richtige Freestyle, ohne aufgeschriebene Texte zu machen, so. Und habe aber auch ziemlich früh festgestellt, dass es nicht deine Welt ist, weil ich glaube, ich habe 2 Freestyle-Battles gemacht. Bei dem dritten habe ich mich geschlagen, beziehungsweise habe ihm das Mikrofon über den Kopf gezogen. Weil die kommen dann halt, deine Mutter, dein Vater, dein dies. Und ich meine, wenn du dich aber da reinstellst, dann rechne damit, dass sowas kommt. Was haltet ihr von Trash-Talk? Trash-Talk vor einem Fight zum Beispiel? So, du hast auch selbst gekämpft, du sowieso. Was haltet ihr davon? Was man nicht vergessen darf, es ist alles Entertainment auch.
Weißt du, ich meine, also es gehört dazu. So, ich habe für mich bei diesem Freestyle entdeckt, okay, ich entertaine anders. Das ist nicht meine Welt, so. Muss ja nicht alles machen, so. Aber auch bei diesen Trash-Talk jetzt vor dem Boxen und so, ich merke es ja auch bei mir, wenn es dann abgeht, okay, was sagt ihr jetzt? Und so ist es halt auch im Battle, im Rap oder im Boxen oder wie auch immer. Aber es gehört dazu, sage ich mal so. Es gibt zwei verschiedene Sachen von Trash Talk. Der eine erzählt einfach irgendeinen Scheiß. Der erfindet das und macht einfach Werbung, die es nicht gibt. Und dann gibt es auch diesen Trash Talk, sage ich mal, diesen Beef, den es wirklich gibt, dann im Boxen zum Beispiel. Ja? Die Vermarktung ist bei beiden gut. Nur es muss halt echt sein, finde ich. Ja? Also ich kann mich nicht verstehen und sagen, hey du Penner, und ich finde dich scheiße. Keine Ahnung, ich bin nicht so. Ja? Wenn ich das wirklich sage, dann meine ich das auch so. Und ich will es gar nicht so weit kommen lassen, weil nicht, dass es dann vorher schon knallt zum Beispiel. Ja? Aber das ist auch das Geile. Es gibt manchmal so Kämpfe auch, wo der eine total amok läuft und der andere einfach nur leise und guckt den einfach nur an die ganze Zeit. Und danach kommt der Kampf. Der sein Maul so weit aufgemacht hat, liegt auf dem Boden und der leise hat gewonnen. So. Also ist auch schon oft passiert, sag ich mal. Sowas feiere ich auch. Jeder Zweite will jetzt rappen und mir von Straße erzählen. Sie kommen und gehen, doch Wahrheit war die Basis für jeden Nutte. Und einmal der Backfisch. Danke. Bitte schön. Guten Appetit. Danke. Teller. Ich danke dir. 5 minutes later. Ja, super. Ich hatte keinen Hunger und habe alles gegessen. So läuft es manchmal. Das ist einfach manchmal echt so. Und jetzt normalerweise Mittagsschlaf, ne? Boah, das wird Jackpot jetzt. Seitdem mein Kleiner geboren ist, ist es auch immer so, dass wir mittags essen halt um 12.30 Uhr ungefähr und um 1 Uhr ungefähr geht er dann schlafen, macht Mittagsschlaf und mittlerweile lege ich mich so oft einfach dazu. Wenn er dann auch so da liegt und dann nimmst du den so von der Seite. Ich wüsste jetzt gleich, würde ich am liebsten da sein und mich so hinlegen. Sie ist die Fäden, so wie Peter Parker. Alles für die Fans, denn ich bin Sizilianer. Ich verstehe es nicht, egal wie sehr ich es versuche. Tränen fließen, während ich den Rest der Welt verfluche. Die Wut in meinem Bauch schlägt mir auf den Magen. Die Menschen sterben dumm, weil sie nichts hinterfragen. Fick den Vaterstaat, sie wollen uns versklaven. Vom wegen Freund und Helfer sag, wem wollt ihr hier verarschen? Suchte schon von klein auf nach dem Sinn des Lebens. Nach Liebe, nach Frieden, doch die Suche schien vergebens. Leb am Rande der Gesellschaft, denn sie ist verblendet. Doch ich weiß, ich gehe mit Stolz, wenn das hier alles endet. Überall nur Schlangen, wohin das Auge sieht. Sie versuchen zu verführen, doch mein Glaube sieht. Von der Wiege bis ins Grab, Rebell wie Che Guevara. Sie wollen dich einfach unten sehen, Stefanie de Butana. Ich geh meinen Weg, so wie Frank Sinatra. Geboren in Frankfurt, im Herzen Sizilianer. Jace, ja. Erzähl uns, wo sind wir hier? Was macht ihr hier? Also wir sind hier in Offenbach-Kaiserlei im FRS-Studio und hier nehme ich alle meine Songs auf. Was war die letzte Single, die du hier aufgenommen hast und die du veröffentlicht hast? Und worum ging es? Die letzte Single trägt den Titel Deinen Namen. Featuring Jonesmann, und zwar geht es um meinen verstorbenen Vater. Und das ist eigentlich eine, ja, Liebeserklärung wäre das falsche Wort dafür, einfach nur ein Song für ihn, sage ich mal. Ja, und dann erzähle ich einfach Sachen, die ich ihm halt schon immer sagen wollte, da ich halt 3,5 war, als er gestorben ist und ich halt nie kennengelernt habe oder auch nie mit ihm mein Wort gewechselt habe. So. Es gibt Tage, da will die Trauer auch nicht vergehen. Ganz egal, wie viele Tage und Jahre hier vergehen. Jedes Mal, wenn ich träume, Vater, kann ich dich sehen. Und ja, ich bin sehr, sehr zufrieden und sehr stolz auf dieses Projekt. Was können wir in Zukunft musikalisch von dir erwarten? Ich mache einfach das, was ich fühle jetzt mittlerweile. Weißt du, früher habe ich ein bisschen auf Leute gehört, oh, mach lieber so, mach lieber so, mach lieber so. Aber das schränkt mich in meiner Kreativität auch irgendwie ein. Und ja, jetzt sammle ich Beats und je nachdem, was der Beat mir für einen Vibe gibt, schreibe ich darauf. Sei es auf Italienisch, sei es mit Autotune, ohne Autotune, sei es Boom Bap, sei es Trap, entscheidet der Beat dann letztendlich, in welche Richtung das Ganze geht. Fabrizio, was feierst du an Jace seiner Musik? Den Style, den er hat. Den Style, den er hat. Zum Beispiel mit Allora hat er mich auch noch, ich kenne ihn ja schon länger, also vom Hören kenne ich ihn schon länger, aber mit Allora hat er mich dann nochmal so gefangen, wo ich sage, ey, manche Dinge fühlt man einfach, wo man sich selbst da widerspiegelt, oder einfach Dinge, wo man sagt, ey, das kenne ich. Und das, wenn der Künstler dich in diesem Moment auch erwischt, das heißt, du kannst dich in ihm wiedersehen, widerspiegeln, wie auch immer man das nennen mag, dann feierst du ihn auch, ja, das ist ganz klar. Geschmack ändert sich nicht und deswegen sitzen wir immer noch hier. Inwieweit hat Social Media eure Berufe beeinflusst? Es hat viel, viel beeinflusst, wirklich viel. Ich hatte damals
also ich sag mal jetzt ein paar Hits, sage ich, durch die großen Galen, die ich da gekämpft habe. Und ich hatte Videos, die haben Millionen Klicks kassiert, ja. Aber im Endeffekt, der Bekanntheitsgrad ist irgendwo dann da. Und Social Media ist heutzutage leider alles. Jemand, der kein Social Media hat, ist ja jetzt der, wo ich sage, ey, das ist ein, nicht Außenseiter, aber mit dem kannst du nicht mehr viel anfangen, weil der einfach werbebedingt nicht da ist, wo du stehst, vom Prinzip her. Was würdet ihr Nachwuchs mit auf den Weg geben? Eigentlich in Kurzfassung, egal was du der Jugend mitgibst, egal. Die haben sowieso nicht drauf. Erste Geschichte. Und zweitens, es ist wirklich so einfach. Und zweitens, ich kann aus meiner Erfahrung jetzt reden, jeder Jugendliche hat ja irgendwo ein bisschen Feuer, ein bisschen Motivation für irgendetwas. Wenn dir das Spaß macht, mach das. Im Endeffekt, du musst dir so denken, du hast keine Ahnung, ob du überhaupt damit klarkommst, ob du damit weit kommst, ob du erfolgreich damit bist, ob du so gut bist, dass du in Ligen kommst, wo du bezahlt wirst dafür, für das, was du machst. Und nimm es so lange als Hobby, solange es Spaß macht, alles andere kommt. Ja. Du kriegst eh geschrieben, was du bekommst und was nicht. Und erzwingen kannst du dir gar nichts. Vielleicht mal auf Ältere hören, die das den gleichen Weg gegangen sind oder einfach die Ziele erreicht haben, die du vorhast. Ambitioniert bleiben, motiviert bleiben, Spaß dabei haben. Der Rest kommt. Und das Blut meines Vaters, das durch meine Adern fließt, fing an zu pochen. Und so kam das Gesetz und versuchte mich täglich vergeblich zu stoppen. Lass uns mal hier hinsetzen, ein bisschen was trinken, einfach mal abschalten. Wir arbeiten alle viel zu viel, deswegen, man sollte mal auch so Ruhetage ein bisschen Zeit für sich genießen. Und ja, dann lass ich mir auch gesagt? Nicht schlafen. Wir arbeiten alle viel zu viel und haben viel zu viel Stress, aber wir vergessen zu leben. Und bei dir, wie sieht's aus mit so nochmal MMA oder wird's beim Boxen bleiben? Schweres Thema sogar. Einmal Kampfsport, für jeden Kampfsportler, der geht gerne mal über Grenzen, der lernt gerne auch mal neue Dinge dazu, einfach weil du immer nach neuen Zielen suchst. Ich habe zum Beispiel gesagt, ey, weißt du was, ich will einen MMA-Kampf machen. Mein Manager und also ein Freund selber hat gesagt, weißt du was, mach doch mal ein bisschen erstmal Stand-up, so ein bisschen abwehren, weil im Endeffekt, ich habe mir so überlegt, ich bin Boxprofi. Und mein Boxprofi-Niveau, jetzt mache ich es mal bildlich, ist 100% zum Beispiel. Gehe ich jetzt auf die MMA-Schiene, fange ich als Amateur an und vergebe sozusagen meine ganzen Boxing-Skills, wenn ich nur den Fokus auf Boden lege oder irgendwas. Dann dachte ich mir, lassen wir den Fokus beim Boxen und gucken wir nur, dass wir defensiv, was den Boden betrifft, arbeiten. So mit der Einstellung bin ich auch drangegangen. Ich hatte auch meinen Gameplan. Problem war während dem Kampf bzw. beim Aufwärmen, ich habe die ganze Zeit ein Problem gehabt mit der rechten Hand, mit dem Handgelenk. Hab mich aufgewärmt, blöd geschlagen, hab mich wieder das Handgelenk weggeknackt und dachte mir, okay, jetzt war's das. Aber ich bin ja ein Mann, wo sagt, ich sage keinen Kampf ab. Was habe ich gemacht? Ich habe zwar hart gekämpft, aber dann halt, man sieht bei dem Kampf nur harte linke Dinger. Und ich habe ihn zweimal gut getroffen, er ist runtergegangen. Und dann war es das auch. Ja. Er hat abgeklopft und Halleluja, habe ich den Kampf gewonnen. Deswegen trotzdem. Favorite Fighter? Mike Tyson war so natürlich der Liebling von jedem Anfänger. Dann wurde es ein bisschen genauer, Muhammad Ali natürlich. Dann hatte ich oft Lomachenko im Visier, einfach weil er detailliert einfach viel besser nochmal arbeitet. Golovkin, Triple G natürlich. Da waren viele, die mich meines Weges begleitet haben. Ja, und Tyson auch wegen seiner Attitüde. Tyson war ein Hauer, den hast du sehen wollen, weil der hat auch diesen, weil wir hatten über Trash Talk doch gesprochen gehabt. Da gab es ja keinen Trash Talk, bei dem war alles real. Und wenn er sich dann gehauen hat, hat er sich wirklich gehauen, dem war alles scheißegal. There he bites him there, you see him lift his teeth. And Holyfield in agony. Das ist die Sache Vermarktung. Ja, heutzutage muss man sich verkaufen. Wenn du deinen Mund nicht aufkriegst in der Pressewaage zum Beispiel oder im Pressetermin, dann zeig mit Fäusten, was Sache ist. Und was ist denn ein Profiboxer? Zum Beispiel, als ich Profi wurde, 2015 sowas, da war Profi noch, boah, du bist Profi geworden, wie ist das? Heutzutage hat das keinen Wert mehr. Ich nenne heutzutage Profis die Jungs, die kämpfen und damit Geld verdienen können. Okay? Oder Geld bekommen als Gage.
Alles andere kannst du wegschmeißen. Diese ganzen gekauften Titel, diese ganzen Boxtrack-Rekorde, die auf Null gestellt sind und, haben für mich keinen Wert und für wahre Kampfsportler keinen Wert. Also Fake-Sportler oder Fake-Boxer machen den ganzen, also die haben den Boxsport in Deutschland kaputt gemacht. Auch wenn es dumm klingt, ein Mann hat zwei Sachen, sein Wort und seine Eier. Und wenn du das nicht halten kannst, kann ich dich nicht ernst nehmen, als Sportler zumindest. Weil im Sport musst du abliefern. Wenn du nicht ablieferst, verlierst du Kämpfe, ist ganz klar. Ich lebe davon, ich kämpfe für Geld. Und Boxrec zum Beispiel, ich habe bis 2017 bin ich 3-0 gewesen. Ich habe zu den Top 5 Deutschlands gehört im Profiboxen. Und dann fing das an, dass Leute sich Titel gekauft haben, Kämpfe gekauft haben, Bilanzen gekauft haben, einfach durch gekaufte Kämpfe oder absichtlich verlorene Kämpfe. Und somit hat ganz Boxrec den Wert verloren mit der Zeit. Boxrec hat aber in der Zeit ein paar Richtlinien geändert, dass man das vielleicht ein bisschen aufheben könnte, aber im Endeffekt, die ganzen Nullen bei Boxrec haben keinen Wert mehr. Als ich das gemerkt habe, weil ich habe zum Beispiel noch nie für so einen kleinen Verband, für so einen Kneipenverband, der auch gegründet wurde, einen Titel gekämpft. Ich wurde schon tausendmal gefragt, in irgendwelchen Veranstaltungen für irgendeinen kleinen Titel zu kämpfen, oder habe ich noch nie gemacht. Auch wenn ich noch 100 Anfragen, was irgendwelche Verbände betrifft, bekomme, wenn sich für mich nicht rentiert oder wenn es kein Welttitel ist, für was soll ich meinen Arsch verkaufen für irgendwelche Leute, die sich dann Profit draus schlagen? Und nochmal zum Thema Boxrec. Zum Beispiel, meine 3-0 sind echt. Ich habe diese 3-0 so hart verdient, ich habe verdammte Schlachten abgeliefert im Ring. Also wirklich, von Nasenbrüchen, wirklich Schlachten. Das sind Jungs, die noch hungrig waren. Heutzutage siehst du da Blender mit 15-0, 20-0, wo ich mir denke, ey du Penner, du hast nicht mal 10 Euro Gage dein Leben lang kassiert, hast deine ganzen Gegner bezahlt und jetzt machst du hier auf, ich habe den Titel und den Titel. Der Laie, wie er vorhin sagt, der kennt die Titel nicht. Der hat keine Ahnung, ob du jetzt WBC-Titel, ob er anerkannt ist oder ist es ein Kneipentitel oder keine Ahnung. Bester Kneipenboxer, der weiß das nicht. Okay? Dein Wert musst du dir selbst stellen, weil die Null in Boxrec hat nichts mehr zu sagen, kein Stellenwert mehr und in Deutschland sowieso, wer zahlt dich denn noch mit deiner 5-0? Wobei das früher enorm war, ja. Jungs, wir haben es fast geschafft. Wir sind hier in der letzten Location. Schön nochmal ein Getränk zu sich nehmen. Was waren für euch die Highlights heute? Wir waren in der Temple Fight School, wir waren bei dir im Tonstudio, du hast für uns a cappella gerappt. Wie geht's euch und was waren eure Eindrücke? Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Natürlich auch was ganz Neues, dass ihr dabei wart und uns dabei gefilmt habt. Ich hoffe, wir konnten viele Werte vermitteln. Und speziell jetzt für Leute, die sich für Boxen interessieren oder für Rap interessieren, ist natürlich ein bisschen mehr dabei. Aber wir haben auch über vieles Privates gesprochen. Also ich denke mal, das wird für jeden was dabei sein. So sieht's aus. Abonniert uns fight24.tv auf Instagram und natürlich auf Facebook und ganz wichtig auf dem YouTube-Channel. Ich würde sagen, jetzt lassen wir den Abend mal noch ausklingen, ne?